Es gibt Neuigkeiten rund um Jurassic Park und auch Jurassic World, wer hätte es gedacht. In diesem Video will ich euch einfach mal zwei News vorstellen, beziehungsweise auch mal diese News ein bisschen aufklären, weil da im Netz sehr viel Verwirrung unterwegs ist. Und ich habe jetzt die offiziellen Antworten gefunden, sowohl was es mit dem neuen DLC zu Jurassic World Evolution 2 auf sich hat, als aber auch was der neue Trailer zu Jurassic Park zu bedeuten hat. In diesem Sinne fangen wir gleich an. Viel Spaß mit dem Video. Ich will Nummer 1 mal kurz vorwegnehmen. Wir fangen mal an, über den neuen Jurassic Park Trailer zu reden. Ein paar von euch mögen es vielleicht mitbekommen haben, ich wette der Großteil nicht, weil dieser Trailer generell schon mal nicht wirklich viral gegangen ist. Was übrigens schon mal ein Zeichen dafür ist, dass es sich hierbei nicht um einen offiziellen Trailer eines neuen Films oder einer Serie handelt. Im Netz kursiert nämlich das Gerücht, dass wir jetzt hier eventuell ein neues Jurassic Park Projekt angeteasert bekommen, entweder eine Serie oder einen Film, und nein, das ist nicht der Fall. Wenn du gar nicht weißt, worüber ich rede, ganz kurze Einleitung hierzu. Es gibt einen neuen Jurassic Park Clip auf der offiziellen YouTube-Seite von Jurassic World. In diesem Clip wird uns der Ingen Komplex oder beziehungsweise die Ingen Corporation ein bisschen näher dargestellt, und zwar als eine sehr glückliche, zukunftsorientierte Organisation. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, oder ich musste so ein bisschen an Umbrella von Resident Evil denken, wo das Ganze ja auch dann immer in Werbespots so sehr schön dargestellt wurde. Und dann flackert das Bild aber ab und zu so wie in einem VHS-Video. Und dann ist das auch schon wieder vorbei. Wir sehen in dem Trailer nochmal ganz kurz, wie ein Velociraptor auch aus einem Ei rausknackt. Wir sehen Mr. DNS, der uns in einer neuen Animation das ein oder andere über Ingen erklärt. Und hier gehen der ein oder andere davon aus, dass wir ein neues Projekt angeteasert bekommen. Das kann ich jetzt offiziell dementieren, das ist offiziell falsch. Well, if it isn't my most favorite place in all of the park. Universal selbst hat dazu nämlich nie Stellung bezogen. Das heißt, ja, jedes Mal, wenn Universal einen offiziellen Trailer eines neuen Projektes veröffentlicht, sagen die das eben auch ganz klar. In dem Fall ist das nicht der Fall gewesen. Was hier wirklich passiert ist, ist, dass in den USA aktuell ein sogenannter Found Footage VHS Horror Hype im Netz rumkursiert, gerade eben auf YouTube. Das sind einfach Videos, die relativ simple Situationen zeigen und durch das Einbrechen der Hintergrundmusik und das Flackern des VHS-Mediums, was eben hier simuliert wird, soll ein sogenannter Horror-Effekt passieren. The Dilophosaurus is a famous creature of Jurassic Park. Das hat Jurassic Park nicht zum allerersten Mal gemacht, das gab es schon öfter. Jetzt kam dieser Hype allerdings in USA ganz groß raus, und ja, Jurassic World hat sich dabei eben gedacht, komm, da ziehen wir jetzt einfach mal mit, und das ist das, was wir jetzt hier sehen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger, weil ich muss wirklich sagen, mir hat sehr viel Spaß gemacht, mir das Ganze anzuschauen, und wir könnten in Zukunft möglicherweise auch noch mehr von diesen Found-Footage-Horror-Filmen bekommen. Und wenn die wirklich gut ankommen und wir als Fans sagen, wir finden diesen Horroraspekt geil, dann bekommen wir vielleicht eines Tages doch unsere Jurassic Park-Horror-Serie, die eventuell ein bisschen mehr an das Buch angelehnt ist, auch vom Gewaltgrad her, würde mich auf jeden Fall freuen. Des Weiteren habe ich letztens erst noch über Instagram gemeckert, dass wir jetzt hier ein neues Jurassic World Evolution 2 DLC bekommen, passend zum 30. Geburtstag von Jurassic Park, und habe mich dann darüber aufgeregt, dass veröffentlicht wurde, dass wir nicht nur einen DLC bekommen, nein, sondern das neue Paket wird in mehrere Packs aufgeteilt werden. Da habe ich mir gedacht, das ist wieder Kapitalismus vom Feinsten. Wir bekommen jetzt hier einfach ganz viele verschiedene Packs, die an sich aber einfach ein Szenario beinhalten, und müssen für jedes einzelne Pack davon 8 Euro bezahlen. Pustekuchen, denn so wie es aktuell aussieht, werden wir dieses DLC komplett kostenlos bekommen. Das wurde zumindest jetzt des Öfteren auf, naja, sehr seriösen Quellen geleakt und zum Teil sogar von Universal selbst geliked. Also die haben da ein Herzchen drunter gesetzt. Wo ich mich allerdings fragen muss, wenn alle DLCs komplett kostenlos sind, warum werden die dann in verschiedenen Paketen abgeliefert? Ich schätze mal, dass diese verschiedenen Pakete doch eben einfach nicht ein und dasselbe sein werden. Wir wissen außerdem, dass es sich dabei um verschiedene Objekte handeln wird. Laut aktuellen Daten gibt es hierbei keine neuen Dinosaurier-Skins, sondern lediglich neue Skins für Gebäude, Zäune und andere Dinge. Ebenfalls werden auch neue Sachen mit dabei sein, also neue Gebäude, neue Attraktionen, eventuell sogar eine Achterbahn, da würde ich mich jetzt sehr drauf freuen. Wir müssen aber abwarten, was da jetzt eben bei rumkommt. Wann das neue DLC veröffentlicht wird, ist zum Zeitpunkt dieses Videos ebenfalls noch nicht bekannt gegeben worden. Ich schätze mal, dass das Ganze entweder jetzt im Sommer sein wird, so Juni, Juli Richtung, oder eben dann wirklich erst im September, in welchem Monat ja Jurassic Park damals auch wirklich im Kino gelaufen ist.
Das war's mit diesem kurzen News-Video und ich wollte das Ganze einfach mal ein bisschen aufklären, weil es das so ist, was sich aktuell am aktuellsten im Jurassic-Franchise tut. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du kannst ja mal, wenn dich Jurassic World Evolution interessiert, hier oben auf die Playlist draufklicken, denn da mache ich mit dem Stream aktuell eine kleine Wir bauen unseren eigenen Jurassic Park Livestream ein Format. Wir bauen auf jeden Fall unseren eigenen Jurassic Park und da werden wir auch dann demnächst das Malta-Szenario und das Biosyn-Szenario live spielen. Schaut doch einfach mal vorbei. In diesem Sinne bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.